Ja, servus Leute. Ihr seht mich hier ein bisschen ratlos. Zahlreiche Zuschauer haben mir eine Mail geschrieben und mich darauf hingewiesen, dass nach der Kooperation zwischen Tesla und Ford bezüglich eines Ladestandards auch GM jetzt mit Tesla kooperiert. Und ich stelle mir die Frage, was da eigentlich los ist. Die Zuschauer scheinen auf jeden Fall begeistert zu sein. Einen ganz begeisterten Zuschauer, den zeige ich euch gerade mal. Hier haben wir dann die Mail von meinem Namensvetter Michael, der schreibt, ohne Anrede, sehr höflich, nach Ford adaptiert auch GM Teslas Ladestandard. Ich denke, jetzt hast du es verstanden. Nein, ich habe es immer noch nicht verstanden. Und das ist nur der Anfang. Die ganze Welt wird folgen. Das wage ich zu bezweifeln, Michael. Da würde ich auch eine Wette um 100 € gegen dich eingehen. Am Ende auch Europa und ganz, ganz, ganz zuletzt die deutschen Tesla-Verhinderer. Leider Punkt, Punkt, Punkt gelaufen und wir alle müssen es ausbaden mit dem CCS-Steckermonster. Viele Grüße, Michael. Also ihr seht, das ist schon eine ganz schön garstige Mail. Der Michael scheint auch ein bisschen Beef mit mir zu haben. Warum, weiß ich zwar nicht. Vielleicht liegt es daran, weil ich bis zum jetzigen Zeitpunkt GM und Ford nicht so richtig verstehen kann. Aber zunächst erstmal, worum geht's überhaupt? Elektrif.net titelt: GM setzt auf Tesla-Ladestandard ab 2025. GM hat wohl eine ähnliche Vereinbarung oder die gleiche Vereinbarung getroffen wie Ford mit Tesla. Und ab 2025 soll es in den USA und Kanada auch den Ladeport von Tesla für GM-Fahrzeuge geben. Und zwar ausschließlich, schreibt jetzt hier sogar Elektrif.net, das kann ich mir nicht vorstellen. Damit alle mit dem North American Charging Standard NACS versehene Strome auch an CCS-Säulen laden können, will GM Adapter zur Verfügung stellen. Das heißt also, dass das Ladenetz, was auch schon aufgebaut ist in den USA mit US-CCS-Standard, dass das dann für GM-Kunden zukünftig nur noch mit Adapter nutzbar ist und die werden dann natürlich bevorzugt zu Tesla fahren, ist ja klar. GM ist schon der zweite große US-Autobauer, der sich zu Tesla-Standard bekennt, neben Ford. Bereits ab dem kommenden Jahr sollen GM-Fahrer Zugriff auf die rund 12.000 Supercharger von Tesla in den USA und Kanada bekommen. Zunächst werde ein Adapter nötig sein, also die CCS-Fahrzeuge brauchen dann einen Adapter, um den NACS-Standard von Tesla nutzen zu können. Ab 2025 werden die ersten GM-Stromer mit einem NACS-Anschluss ausgestattet sein, der den direkten Zugang zu Tesla Superchargern ohne Adapter ermöglicht. Unklar ist, ob GM den Tesla-Ladeanschluss in Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2025 integrieren will oder in Fahrzeugen, die ab 2025 auf den Markt kommen. Das ist dann nur eine Nuance, ist jetzt nicht für uns so entscheidend. Laut CEO von GM Mary Barra wird die Zusammenarbeit die Masseneinführung von Elektroautos beschleunigen. Das ist interessant. Diese Zusammenarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie und ein wichtiger nächster Schritt, um den Zugang zu Schnellladestationen für unsere Kunden rasch zu erweitern. Sie wird nicht nur dazu beitragen, den Übergang zu Elektrofahrzeugen für unsere Kunden nahtloser zu gestalten, sondern könnte auch die Branche auf dem Weg zu einem einheitlichen North America Charging Standard unterstützen. Elektrif.net betont dann auch, dass Tesla bereits im November 2022 in Nordamerika den eigenen Standard freigegeben hat und alle Autohersteller und Ladenetzbetreiber einlud, künftig Supercharger-Stecker und Buchsen zu verwenden. Tesla hat natürlich das Ziel, seinen Stecker als Standard in den USA zu etablieren und auch in Kanada zum Beispiel, also in Nordamerika. Und das alles scheinbar im Kampf gegen die US-Regierung, denn die hat erst kürzlich die Verwendung des Schnellladestandards CCS, das ist in den USA noch ein bisschen ein abweichender Standard, zur Bedingung für ihre Ladeinfrastrukturförderung gemacht. Tesla kündigte daraufhin an, bis Ende 2024 mindestens 7.500 seiner Supercharger und Destination Charger für alle Elektrofahrzeuge verfügbar zu machen und begann im März Supercharger in den USA mit CCS-Adaptern auszustatten. Es ist für mich, ich habe nur Fragezeichen. Nur Fragezeichen. Zuvor führt Elektrif.net dann auch noch aus, dass sie Ende Mai bereits ein ähnliches Abkommen mit Tesla geschlossen haben. Der Herr Farley hat sich ja als kleiner Fan auf Twitter geoutet, anders kann ich es nicht formulieren. Ein zentraler Unterschied: Ford hatte nicht bekannt gegeben, ob ab 2025 zusätzlich auch weiter ein CCS-Port verbaut werden würde. GM ist in dieser Hinsicht sehr klar, es wird keinen zusätzlichen CCS-Port mehr geben. Stattdessen wird der Hersteller Fahrern von NACS-fähigen Fahrzeugen in Zukunft Adapter zur Verfügung stellen, die das Laden an CCS-fähigen Schnellladestationen ermöglichen. GM streicht also den US-CCS-Anschluss am Auto. Die werden zukünftig ab 2025, werden die nur noch den Standard von Tesla in den eigenen Autos verbauen und sich dann natürlich auch in eine gewisse Abhängigkeit von Tesla begeben. Wobei man dann ja natürlich trotzdem weiter mit Adapter an den US-CCS-Ladesäulen laden kann. Aber ich finde es schon erstaunlich.
Aus Sicht von Tesla sicherlich ein verständlicher Schritt. Die wollen ihren eigenen Standard in Nordamerika etablieren, wollen ihr Supercharger-Netz besser auslasten, haben damit natürlich dann auch mehr Umsatz durch den Stromverkauf. Was jetzt Ford und GM tatsächlich dazu treibt, da mitzumachen, ist für mich ein bisschen schwer nachvollziehbar. Tesla hat ja laut elektrif.net bereits damit begonnen, auch in Nordamerika Supercharger mit CCS-Anschlüssen zu versehen. Also könnten ja GM und Ford-Fahrer in Zukunft auch an Supercharger mit entsprechenden Anschlüssen einfach laden, ohne dass man den eigenen Standard ändern muss. Will man damit vielleicht die Europäer und die Asiaten unter Druck setzen? Will man mit aller Macht versuchen, diesen Standard durchzusetzen, damit die anderen Hersteller auch dahin wechseln müssen? Aber was haben Ford und GM davon? Klar, sie haben jetzt dann ein größeres Supercharger-Netz, auf das sie zugreifen können, weil sie ja nicht nur auf die Supercharger angewiesen sind, die schon umgerüstet sind. Aber Tesla wird ja auch weiter umrüsten. Sie haben es ja selbst gesagt, 7500 Standorte, glaube ich, werden umgerüstet. Ich verstehe es nicht. Das Einzige, was für mich noch logisch wäre, ist, dass die Hersteller für den CCS-Standard in den USA Lizenzgebühren in irgendeiner Form pro gebautem Auto bezahlen müssen und bei dem NACS-Standard keine Lizenzgebühren anfallen. Das wäre für mich nachvollziehbar. Da würde man auf lange Sicht natürlich einen Haufen Geld sparen. Aber sonst habe ich jetzt erstmal kein Szenario, was ich da als sinnvoll erachte. Also wenn ihr mir das erklären könnt, was für Ford und GM die Vorteile sind neben dem größeren verfügbaren Netz, warum man da ein bisschen in die Hände von Mitbewerber Tesla spielt, dann schreibt mir das unter die Kommentare. Mir fehlt der intellektuelle Zugang, ja, um es mit den Worten von Habe Kerkeling zu sagen. Ich verstehe es nicht. Und bitte seid mir nicht böse, dass ich es immer noch nicht so richtig durchschaut habe, liebe Tesla-Fans. Ne, der Michael am Anfang, der war ja schon ein bisschen garstig und scheint sich ein bisschen über mich aufzuregen. Ich verstehe es, wie gesagt, weiterhin nicht. Wenn ich GM wäre und Ford, ich würde doch nicht einem wesentlichen, wichtigen, ja eigentlich dem Hauptmitbewerber in Sachen Elektromobilität auch noch in die Hände spielen. Tja, ihr werdet es mir verraten, ihr habt es bestimmt alle schon durchschaut. Ich bin der Einzige, der noch auf dem Schlauch steht. Gut, ansonsten soll es das für dieses Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.